Ein Feature von Rohnstock-Biografien. Konzept Katrin Rohnstock, Moderation Christian Gesellmann, Redaktion Ralf Pasch, Produktion Jörg Braune von Radio TEV, Schnitt Julia Ostertag und Musik von Tobias Morgenstern. Zwei Dinge sicherten den sozialen Frieden in der DDR. Jeder Mensch hatte Arbeit oder zumindest eine Arbeitsstelle und die Einkommen sowie Lebensbedingungen der Bürger waren relativ einheitlich. Kurz gesagt, es gab für jeden einen Platz in der Gesellschaft und wenig Unterschiede zwischen den Menschen. Da der Arbeitsplatz, wie die meisten Aspekte des Lebens, zum Beispiel auch die Wohnung und der Studienplatz, vom Staat zentral zugewiesen wurden, war es gleichzeitig auch eine zentrale Form der sozialen Ächtung, wenn jemand keine Arbeit hatte. Denn wer im Arbeiter- und Bauernstaat keine Arbeit hatte, der galt als asozial. Kulturell war die DDR eine durch und durch arbeiterliche Gesellschaft, in der tätige Arbeit, Betriebsbindung und Facharbeiterkultur besondere Wertschätzung erfuhren, schreibt der Rostocker Soziologe Steffen Mau. Mit dem Fall der Mauer gewannen die Menschen in Karl-Marx-Stadt ihre Freiheit, aber die Menschen in Chemnitz verloren ihre Arbeit. Einst eines der wichtigsten Industriezentren Europas, verlor die Stadt binnen weniger Monate 90% ihrer Arbeitsplätze in der Metall- und Textilindustrie. Schraubenwerk, Schleifmaschinenwerk, Webmaschinenbau, Strickmaschinenbau, Spinnereimaschinenbau, Elite, Diamant, Barkas, Ascota, Heckert, Union und so weiter. Ein Betrieb nach dem anderen schloss die Tore. Bis 1993 waren rund 70.000 Arbeitsplätze verschwunden. Und damit verloren die Menschen eben nicht nur vorübergehend ihr Einkommen, sie verloren mehr. Aus Kollegen wurden Konkurrenten, aus produktiven Kräften Arbeitslose, Rentner, Hausfrauen, Behinderte. Der soziale Frieden bröckelte, Zehntausende zogen weg. In dieser Zeit entstand ein Verein, der Tausenden wieder Hoffnung, Lohn und Brot oder wenigstens ein bisschen Trost schaffte, wo es Behörden und Arbeitsamt nicht vermochten. Dieser Verein heißt bis heute Neue Arbeit Chemnitz und entstand aus einer Initiative der IG Metall. In dieser Audioinstallation geht es um Geschichte und Gegenwart der Neuen Arbeit Chemnitz, und zwar erzählt von ihren Akteuren höchst selbst. Erste Vorsitzende der Neuen Arbeit Chemnitz wurde Doris Müller. Für viele ist sie eine Art Mutter Courage von Chemnitz. Doris Müller wurde geboren 1937 in Jöhstadt und arbeitete als Programmiererin im VEB Gerätewerk Karl-Marx-Stadt. Sie engagierte sich in der IG Metall und dadurch kam sie zum Verein Neue Arbeit. Ich bin eingestiegen 1991 in eine ABM-Maßnahme, weil die Gewerkschaft schon mitbekommen hat, Metallindustrie in Chemnitz und vordergründig und noch Textil, dass eine riesen Entlassungswelle ansteht. Und da hat die IG Metall gesagt, wir brauchen unbedingt für die Kollegen, die die Arbeit verlieren, brauchen wir jetzt Menschen, die da bei diesem Schritt beraten. Und da hat man als erstes eine große ABM-Maßnahme gemacht und hat die ABMs in den einzelnen Betrieben angebunden. Da gab es in Chemnitz also 5 große Betriebe, wo eine so eine ABM-Maßnahme war. Ich war schon, wie viele von uns, in Kurzarbeit null. 91, Ende Februar oder Anfang März, ging schon die Kurzarbeit null los. Ich saß zu Hause früh am Fenster, meine Tochter war 15 Jahre alt und ich dachte, mein Gott, jetzt
bist du zu Hause. Plötzlich kriegte ich von einer Kollegin einen Anruf, die hatte erfahren, dass diese ABM-Maßnahme entstehen sollte. Und die sagte, hier wird was gebraucht. Ich wusste ja auch noch nicht, was ABM ist. Frag doch mal nach. In unserer Personalabteilung sagte sie, vielleicht kannst du dort mitmachen. Sie selbst hatte sich schon gemeldet. Also bin ich hingegangen und habe mich angeboten. Die haben mir erklärt, dass das für ein Jahr eine Maßnahme ist, wo man denen, die in Arbeitslosigkeit gehen, zur Seite stehen soll. Habe ich gedacht, das machst du. Warum denn nicht? Und ich war dann zuständig für die Behinderten. Aber gleichzeitig hat die IG Metall selbst jede Woche eine Schulung gemacht für uns. Die einfachsten Dinge uns beigebracht. Was muss denn jemand, der in Arbeitslosigkeit geht, welche Schritte muss er gehen? Metall bildete ab 1992 in ostdeutschen Betrieben ABM-Kräfte zu Sozialberatern aus. So saß Doris Müller zum Beispiel nun dort, wo früher im Betrieb die SED-Leitung saß und beriet ihre Kollegen über Möglichkeiten der Arbeitslosigkeit zu entkommen. Da viele Betriebe jedoch nicht überlebten, wurden diese Büros in die Stadtteile verlegt. Der Verein Neue Arbeit Sachsen wurde von der Metallgewerkschaft gegründet und vom Land Sachsen unterstützt und hatte Büros nicht nur in Chemnitz, sondern auch in Leipzig oder Dresden. Bald stieg das Land Sachsen aus der Finanzierung aus und der Verein wurde aufgelöst. Die Chemnitzer Berater und Beraterinnen um Doris Müller jedoch wollten nicht aufgeben. Sie starteten den Verein Neue Arbeit Chemnitz. Der erste Bevollmächtigte der IG Metall Chemnitz, Mario John, erinnert sich an die Gründungsphase des Vereins Neue Arbeit Chemnitz. Mario John wurde 1964 in Schlema geboren und arbeitete bis zur Wende ebenfalls im VEB Buchungsmaschinenwerk im Betriebsteil Oelsnitz. Ab 1990 war er bei der IG Metall engagiert und seit 1991 ist er hier in Chemnitz Gewerkschaftssekretär. Wir haben 1991 schon einen gewerkschaftlichen Verein für Kultur, Bildung und Entwicklung in Chemnitz e.V. gegründet, weil wir genau die Überlegung hatten, dass mit dem Mauerfall und der Wende vieles weggefallen ist, was wir in der DDR kannten, nämlich den Sportplatz am Betrieb, die Poliklinik, den Kindergarten etc. BB. Und dann haben wir überlegt, wie kriegt man das eigentlich wieder hin, wenn jetzt die Menschen in ihren Plattenbausiedlungen gerade arbeitslos sind, in Größenordnung denen da Angebote zu unterbreiten. Und so ist der gewerkschaftliche Verein entstanden. Mario John ist der Nachfolger des verstorbenen Sieghard Bender, der kurz nach der Wende aus dem Westen nach Chemnitz gekommen war und als erster Bevollmächtigter der IG Metall die gewerkschaftlichen Strukturen maßgeblich mit aufbaute. Der Baden-Württemberger Bender engagierte sich nicht nur für die Beschäftigten der Metallindustrie, sondern, was ungewöhnlich war, auch für die tausenden Arbeitslosen aus seiner Branche, erklärt Mario John. Und der Sieghard hatte schon die Idee für das ein oder andere Projekt, weil er immer gesagt hat, nee, wir brauchen nicht bloß für die Arbeitslosen irgendwas mit Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, wie es damals hieß. Und er hat gesagt, eigentlich brauchen wir für die Arbeit. Und wir haben auch immer versucht, als IG Metall die Klammer hinzukriegen mit den Arbeitslosen, dass man die Konkurrenz um vorhandene Arbeitsplätze damals brutal war, weil jeder immer noch mal bereit war, für eine D-Mark weniger zu arbeiten, bloß um die Arbeit zu haben.
Mario Jons Vorgänger, Sieghard Bender, die prägende Persönlichkeit aus Baden-Württemberg, initiierte das sogenannte Chemnitzer Konsensmodell. Immer wenn ein Betrieb vor der Schließung stand oder gerade erst geschlossen wurde, traf er sich mit verschiedenen Akteuren der Stadt zeitnah vor Ort, manchmal auch auf ein Bier einfach, und man handelte pragmatisch miteinander aus, ob ein Werk doch noch gerettet werden könnte. Dafür traf sich Bender zum Beispiel mit Klaus Dornaus, Geschäftsführer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, oder mit Bernd Lange, dem Chef der Chemnitzer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, und mit dem damaligen stellvertretenden Direktor des Chemnitzer Arbeitsamtes, Engelbert Kuhn. Diese Runde bekam bald die Bezeichnung Viererbande. Engelbert Kuhn wurde geboren 1951 in Schiffweiler, Saarland. Der Diplom-Verwaltungswirt kam 1991 aus dem Westen als Aufbauhelfer nach Chemnitz. Hier arbeitete er bis 2004 als Abteilungsleiter und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Gemeinsam mit Sieghard Bender und zwei weiteren Verbündeten fand er in der legendären Viererbande immer wieder Wege, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Entscheidend war, glaube ich, die Konstellation in Chemnitz mit den Menschen, die dort aufeinander getroffen sind. Das finde ich eigentlich ganz besonders, weil nur in so einem Klima konnte auch sowas entstehen. Man hat sich verstanden, oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch an das Sozialamt der Stadt denke, die ja auch mit der neuen Arbeit, auch mit uns sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Und so ist halt so vieles gelaufen vor Ort und wo dann auch die einzelnen Akteure sich immer wieder getroffen haben. Und so ist ja auch die Viererbande entstanden. Wir haben uns immer wieder getroffen, wenn die Betreuer den Betrieb dicht gemacht hat. Da haben wir uns immer getroffen und dann ist mir die Idee entstanden, wo man gesagt hat, wie wäre es denn, wenn man mal versuchen würde, den Betrieb zu erhalten. Dann hat man sich mal zum Bier getroffen und daraus ist diese Zusammenarbeit entstanden. Das war ja alles ehrenamtlich, ich habe keine Geld dafür gekriegt. Das war reines Ideal. Man muss auch immer wieder die Rolle der IG Metall in Chemnitz betonen. Die IG Metall hatte ganz, ganz wichtige Rolle gehabt, weil die erstens sich von der Westgewerkschaft unterschieden haben, dass sie nicht einfach die arbeitslose Mitglieder haben links liegen lassen, sondern die haben für die gekämpft. Das war ganz wichtig. Und die IG Metall hat ja auch hinter der neuen Arbeit Chemnitz gestanden. Die neue Arbeit Chemnitz entwickelte sich zu einem eigenständigen Verein und kreierte immer mehr Projekte, die Arbeitslosen Hilfe zur Selbsthilfe boten. Der Verein fand dafür ein eigenes Domizil, das Otto-Brenner-Haus in der Paul-Kruner-Straße, heute in der Heinstraße. Freilich war es stets ein Abenteuer, Gelder für die Arbeit zu finden, berichtet Karin Kober. Sie war lange bei der neuen Arbeit für die Finanzen zuständig. Karin Kober wurde geboren 1946 in Chemnitz. Die gelernte Mechanikerin und qualifizierte Ingenieurin für Feinwerktechnik war im VEB Buchungsmaschinenwerk für Operativtechnologien zuständig. 1990 wurde sie arbeitslos. Ja, ich bin zur neuen Arbeit 1997 gekommen, hatte dort eine ABM und habe in dem Projekt Neue Arbeit die Finanzen übernommen.
Die neue Arbeit hat sich über Mittel der Stadt finanziert, über das Sozialamt und über das Arbeitsamt. Die größten Probleme waren eigentlich immer, ob die Finanzierung fürs nächste Jahr auch gesichert ist. Denn wir hatten 10 bis 12 Beschäftigte und da gab es Arbeitsverträge und wir wussten nicht, bekommen wir die Förderung wieder oder bekommen wir sie nicht. Und manchmal haben wir erst zwischen Weihnachten und Neujahr erfahren, es geht weiter. Also ich habe die finanziellen Anträge gestellt, habe diese Fördersumme finanziell aufgeteilt in Personalkosten und Sachkosten. Und dann am Jahresende musste das abgerechnet werden. Da wir manchmal verschiedene Förderungen hatten aus verschiedenen Fördertöpfen, war das schon manchmal eine ganz schöne komplizierte Sache. Jedes Amt hatte die Abrechnung ein bisschen anders oder die Anträge anders. Und als das Sozialamt aus der Förderung ausgestiegen ist, wurden wir über das Arbeitsamt finanziert. Das Arbeitsamt hat uns Personen geschickt, die dann eine Beratung bei uns holen durften. Dafür haben wir unsere Fördermittel bekommen. Das war natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit, weil man nie wusste, wie viele Leute kommen. Und wir haben ja auch keine Rücklagen gehabt, weil wir ja nur mit Projekten gearbeitet haben. Wir haben es geschafft, aber es war wirklich eine schwere Zeit. Und dann ist das Sozialamt wieder eingestiegen und wir haben dann unsere Förderung wieder gehabt. Wir haben natürlich auch noch viele andere Projekte gehabt, nicht nur das Projekt Die Neue Arbeit. Die Frau Müller hat ja ganz, ganz viele Projekte immer versucht zu organisieren für Leute, die draußen waren, um sie wenigstens für ein Jahr oder manchmal auch für 2 Jahre in eine sinnvolle Beschäftigung zu bringen. Und diese Förderung wurde dann teilweise auch von Land und Bund übernommen. Unter den vielen Arbeitslosen, die Hilfe bei der neuen Arbeit suchten, waren auch viele Ingenieure, die zu DDR-Zeiten in anerkannten Positionen gearbeitet hatten. Doris Müller schlug ihnen vor, dass sie sich zu einer Gruppe zusammenschließen. Etwa 60 Männer und Frauen gründeten daraufhin die Selbsthilfegruppe Arbeitsloser Ingenieure. Zu ihnen gehörte auch Rolf Unger. Rolf Unger wurde 1935 geboren und war Ökonom im Amt für Standardisierung und Messwesen. 1990 wurde er entlassen und fand in verschiedenen Betrieben immer nur für kurze Zeit Arbeit. Schließlich wurde er 1995 mit 60 Jahren in Rente geschickt. Ich war vor der Wende im Werkzeugmaschinenbau tätig, auf dem Gebiet Organisation und Organisation im Zusammenhang mit Einführung von Datenverarbeitungstechnik der damaligen niederen Stufe, ne, nicht zu vergleichen mit heute, und auf verschiedenen Gebieten der Planung. Und zum Schluss war ich im sogenannten ASMW, Amt für Standardisierung und Messwesen, auf dem Gebiet der Qualitätssicherung in verschiedenen Betrieben tätig und bin natürlich dann mit der Wende sofort entlassen worden und stand dann vor der Aufgabe, mir neue Tätigkeiten zu suchen. Ich komme ja nur aus der Ökonomie und habe da aus verschiedenen Strecken gearbeitet. In der Hauptsache eigentlich hatte ich zu tun mit der Abwicklung, also mit allen möglichen Verwaltungstätigkeiten bei der Abwicklung von Betrieben. Also das ist in dem Sinne nichts Positives, bis hin zu zeitweiliger Tätigkeit in der Treuhand. War dann auch teilweise für einen kleinen Betrieb
zuständig für die Einführung eines computergestützten Buchhaltung und habe das dann selbst gemacht. Und das waren alles nur so Flickwerke, Initiative, Selbsthilfegruppe. Ganz einfach dadurch, dass ich ja nun immer versucht habe, trotzdem Kontakt zu haben mit verschiedenen. Und da ich ja aus der IG Metall stamme, hat sich das dann irgendwie ergeben. Bin ich hier im Otto Brenner Haus in der damaligen Paul-Brunner Straße angekommen und habe also diese Gruppe quasi als eine Begegnungsstätte für Gespräche über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesucht und gefunden. Die arbeitslosen Ingenieure gaben sich bald einen neuen Namen und nannten sich nun die innovativen Ingenieure. Zusammen gründeten sie eine Genossenschaft, denn gemeinsam wollten sie Dienstleistungen anbieten und so Geld verdienen, etwa durch die Digitalisierung von Konstruktionszeichnungen oder die Vermarktung von DDR-Patenten. Einer der Genossenschafter wurde der aus Chemnitz stammende SPD-Bundestagsabgeordnete Gerald Thalheim. Dr. Gerald Thalheim wurde geboren 1950 in Chemnitz. Er studierte Landwirtschaft und arbeitete unter anderem als Laborleiter im Pflanzenschutzamt Karl-Marx-Stadt. Er gehörte 1989 zu den Mitbegründern der SPD in der DDR. Von 1990 bis 2005 war er Mitglied des Bundestages und sorgte unter anderem dafür, dass 1993 in einer Aktuellen Stunde des Bundestages die Lage in Chemnitz diskutiert wurde. Außerdem initiierte er den ersten Bundestagsausschuss zur Aufarbeitung der Treuhandarbeit und unterstützte die neue Arbeit Chemnitz, wo immer er konnte. Ich war von 1990 bis 2005 Bundestagsabgeordneter der SPD. Und als Sozi hatte ich einen engen Kontakt zur IG Metall in Chemnitz. Dieter Bender, der damalige erste Bevollmächtigte, war ja aus Baden-Württemberg und in Chemnitz in der Zeit eine sehr prägende Persönlichkeit. Da gab es dann Kontakte und die haben dann über Umwege zur neuen Arbeit Chemnitz geführt. Da habe ich die Doris Müller kennengelernt. Und die Dramatik von damals war, dass Chemnitz innerhalb von wenigen Monaten fast 90% der Industriearbeitsplätze verloren hat. Das war ein dramatischer Erlass. Und da habe ich natürlich das als damaliger Chemnitzer Bundestagsabgeordneter als meine Aufgabe gesehen, in Anführungsstrichen mich darum zu kümmern. Ich konnte es natürlich nicht beeinflussen, dass es dann Ansprechpartner gibt. Unter anderem habe ich mal dafür gesorgt, dass es im Deutschen Bundestag eine Aktuelle Stunde zur Situation der Chemnitzer Industrie gegeben hat. Und ich habe dann auch versucht, ein bisschen mehr zu machen, als jetzt mal sagen, ein bisschen der Kummerkasten, sondern wir hatten dann eine sogenannte Gruppe innovativer Ingenieure. Das waren allerdings alles arbeitslose Ingenieure, wo ja. wir das eine oder andere Projekt gemacht haben, uns regelmäßig getroffen. Das Ganze hat dann Ausfluss gefunden, dass wir eine eigene Dienstleistungsgenossenschaft gegründet haben. Die Genossenschaftsanteile, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, pro Person, 1000 D-Mark. Ja, das ist ja das Schöne an einer Genossenschaft. Das ist ja nicht wie bei einer GmbH, dass das Stammkapital sehr hoch sein muss. Aber wir haben dann sehr viel öffentliche Förderung gekriegt. Aber das stellte sich sehr schnell raus, dass das nicht reichen würde.
Im Laufe der Zeit entwickelte die neue Arbeit Chemnitz viele weitere Projekte, um Arbeitslose nicht nur zu beraten. Der Frauenverein Fakt zum Beispiel betrieb den Bücherbus, eine Bibliothek auf Rädern, die vor allem Schulen ansteuerte. Im Projekt Blaues Fahrrad reparierten arbeitslose Metaller gebrauchte Fahrräder, die in ganz Chemnitz aufgestellt wurden, damit Studenten und Touristen sie kostenlos nutzen konnten. Und im städtischen Klinikum kümmerten sich von der neuen Arbeit vermittelte Chemnitzer um die Betreuung der Kinder von Eltern, die ihre Angehörigen im Krankenhaus besuchen wollten. Das Kerngeschäft der neuen Arbeit ist und bleibt jedoch die Beratung von Menschen, die ohne Job sind. Wie der Alltag einer Beraterin aussieht, erzählt uns Antje Büge. Antje Büge wurde 1974 in Marienberg geboren. Seit 2015 ist die Diplom-Sozialpädagogin bei der neuen Arbeit Chemnitz. Es ist wirklich so, dass man viel persönliches Engagement mit einbringen muss. Nicht nur von der Arbeitszeit her, dass man mal auch Zeiten länger arbeitet, sondern einfach wirklich voll bei der Sache sein muss und auch Verständnis aufbringen muss für die Leute, die man berät. Wenigstens versuchen. Manchmal gelingt das nicht immer. Ja? Und das fordert, also ich merke das jeden Tag, wenn ich nach Hause gehe eigentlich, dass man von seiner eigenen Person auch was gibt in die Beratung. Ansonsten ist ja unsere ureigenste Aufgabe auch, einfach nur Anträge auszufüllen, Formulare auszufüllen. Ja, das Jobcenter zum Beispiel, wenn ich dort einen Antrag stellen muss, da ist niemand, der mir da hilft. Gerade dieser Bereich, Jobcenter, gibt es eigentlich keine andere Fachberatungsstelle, die das macht. Es ist auch so, dass ringsum in den anderen Landkreisen, anderen größeren Städten, es dafür keine Beratungsstellen gibt. Es gibt Beschwerdemanagement, aber dort arbeiten auch Leute aus dem Jobcenter, sodass dort nur begrenzt Möglichkeiten sind. Eigentlich kann man nur die offiziellen Wege nutzen, Widerspruch und so weiter, oder im Gespräch manches telefonisch klären. Das bringt schon manchmal was, aber da man ja dort nur in einer Hotline landet, ist man ja nie mit dem Mitarbeiter verbunden, der irgendwas tut. Und deshalb diese Übermacht des Amtes für die Leute. Ne? Es gibt welche, die sind wirklich krank, die sind 3 Wochen vorher, haben die Durchfall, weil sie zum Jobcenter müssen. Theoretisch bräuchten wir mehr Personal, um immer mitzugehen zum Jobcenter. Aber das können wir uns personaltechnisch nicht leisten, weil dann können wir hier vor Ort nicht mehr sein. Und für mich ist das auch eigentlich ein Beitrag zum sozialen Frieden in so einer Gesellschaft. Das klingt vielleicht jetzt hochtrabend, aber wenn die vielen Leute unzufrieden bleiben würden, so wie sie hier in die Beratung kommen, und nicht wenigstens Stücken zu filtern nach Hause gehen, würde viel mehr, denke ich, Gewalt noch auf der Straße erlebt werden. Ne? Cornelia Utech ist ausgebildete Krankenschwester und Verwaltungswirtin. Seit 1990 arbeitet sie im Sozialamt der Stadt Chemnitz und seit 2014 ist sie dessen Leiterin. Cornelia Utech sagt, inzwischen ist die neue Arbeit mit ihren Beratungsangeboten und Projekten aus der Stadtgesellschaft in Chemnitz nicht mehr wegzudenken. Die neue Arbeit Chemnitz ist seit vielen, vielen Jahren, man kann eigentlich sagen, seit der Wende unser enger Partner im Sozialamt für unsere sozial schwachen Klienten, die also Beratung benötigen, Unterstützung benötigen, Hilfe in jeglicher Hinsicht bis hin Hilfe zur Selbsthilfe. Und die neue Arbeit Chemnitz hat sich also von Anfang an diesem Klientel auch zugewandt und professionell sich stets auf die Situation eingerichtet und die Klienten entsprechend auch versorgt. Wichtig ist uns immer wieder, dass diese Leistung kostenfrei angeboten wird. Das tun sie mit den vielen Sozialberatungsstellen, die sie haben.
Im Jahr 2018 geriet Chemnitz in die Negativschlagzeilen, als es während des Stadtfestes zu rechtsradikalen und teilweise gewaltsamen Ausschreitungen kam. Im Rathaus suchte man nach Konzepten, wie die Konflikte beigelegt werden und die Kommunikation über Probleme in der Stadt verbessert werden kann. Die neue Arbeit Chemnitz wurde zum Partner für ein neues Projekt in den Stadtteilen, die Stadtteilpiloten. Sozialamtsleiterin Cornelia Utech erklärt, worum es dabei geht. Insbesondere die Ereignisse im Jahr 2018 im August zum Stadtfest haben natürlich die Verwaltung nochmal auf den Kopf gestellt und wir haben gemeinsam überlegt, was können wir tun, um mit dieser schwierigen Situation, die sich in Chemnitz dargestellt hat, wo wir also viele rechte Bewegungen hatten, viele unzufriedene Bürger hatten, auch Unruhe in den Stadtteilen hatten, was am Ende mit der Flüchtlingskrise 2016 immer wieder in irgendeiner Form in Zusammenhang gebracht wurde, wie wir dem begegnen können. Und die gute Arbeit, die wir schon in den Stadtteilen haben, wie wir die miteinander vernetzen können und zusammenbringen können. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, hier setzen wir auf die neue Arbeit Chemnitz. Sie haben also viel, viel Erfahrungen mit sozial schwachem Klientel und mit vielen Konfliktsituationen und haben uns gemeinsam hingesetzt und haben gemeinsam dieses Projekt Stadtteilpiloten gestrickt. Wir haben also auch Kontakte bis hin ins Sozialministerium nutzen können und konnten auch dann sagen, dass wir mit Landesmitteln das Projekt teilweise mitfinanzieren können und auch als kommunaler Träger es mitfinanzieren können. Und die ersten Erfolge sind ja auch schon sichtbar. Also das ist ja wirklich eine richtig gute Sache und daran wollen wir auch sehr, sehr gerne festhalten. Marie-Louise Hüttner ist eine der heutigen Stadtteilpilotinnen. Sie spricht Menschen in den Wohnquartieren auf der Straße an und fragt sie nach deren Wünschen und Sorgen. Über ihre Arbeit berichtet Marie-Louise Hüttner. Sie wurde 1991 geboren und studierte im Master Humangeographie. Seit Oktober 2019 ist sie Stadtteilpilotin. Ich habe ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit den Menschen, denen ich begegnet bin. Wenn ich auf die Menschen zugehe, versuche ich erstmal so zu fragen, hallo, wohnen Sie in Chemnitz? Gefällt es Ihnen hier gut? Möchten Sie vielleicht was verändert haben? Und mit den Fragen versuchen wir dann auf die Menschen erstmal zuzugehen, um auch irgendwie so das Eis zu brechen, um Gespräch überhaupt anzufangen und darüber dann auch ein bisschen was zu erfahren, ob irgendwelche Bedarfe bestehen, ob eine Vermittlung vielleicht angebracht wäre und auch um zu erfahren, was geht in den Menschen ihren Köpfen vor. Was ich tatsächlich auch sehr erschreckend finde, wenn man sich vorstellt, dass ja 30 Jahre nach der Wende Bürgerbeteiligung also für viele auch gar kein Begriff ist. Wie oft wurde mir der Begriff Bürgerbeteiligung oder Bürgerpartizipation auch herangetragen? Sehr, sehr selten. Und das einfach die Menschen, ja, ist ja auch so, wie wir das immer versuchen zu umschreiben, halt sich so gehört fühlen, sich so verstanden fühlen. Es ist was nicht so Greifbares, es ist eher so was, ja, Schwieriges, was man aus den Menschen herauskitzeln muss und wo man auch erstmal Vertrauen schaffen muss. Und glaube ich, auch die größte Hürde für unser Projekt besteht als Pilotprojekt. Als der Verein Neue Arbeit Chemnitz gegründet wurde, hätte wohl niemand gedacht, dass es ihn 30 Jahre später immer noch geben würde. Aber Arbeitslosigkeit ist weiterhin ein Problem. Und Chemnitz muss auch künftig neue Herausforderungen meistern, denn etwa in der Automobilindustrie steht ein neuer Strukturwandel bevor. Die Integration von Migranten ist ein weiteres Thema, mit dem sich die Stadt auseinandersetzen muss. Und auch dafür ist die neue Arbeit ein Partner geworden. Sie berät zum Beispiel Migranten und gibt unter anderem Deutschkurse.
Die neue Arbeit bleibt damit ein Begegnungsraum für Gespräche über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.